Trader. Mit uns hast du gute Karten. Ich begrüße euch recht herzlich zum ersten Teil des heutigen Quarantäne-Streams. Der gute Christian ist wieder am Start. Moinsen. Und das erste Matchup des heutigen Tages lautet Windhexen Geschwindigkeitsroid gegen Metaphysisch. Also von daher viel Spaß beim Zuschauen. Wir legen mal los und dann gucken wir mal, ob ich noch ein bisschen mitspielen darf bei Christian. Ja, ich denke wohl. Ich nehme mal den schönen Windwürfel, der passt so toll. Dann nehme ich den Lichtwürfel, weil Metaphysisch ist ja viel Licht. Hoch entscheidet. Mhm. Und ich habe eine 1 und du auch. Ich auch. Zum Glück, dann machen wir nochmal. Ja, eine 3. Ich auch. Ich glaube, die Würfel sind kaputt. Oder sind die so synchronisiert, dass sie mal dasselbe anzeigen? 2 und du hast... 1. Okay, dann möchte ich, dass du anfängst. Sehr gut, das freut mich. Dann kann ich wenigstens ein bisschen mitspielen. Na dann. Genau, da heißt es schon in deiner Standby-Phase. Natürlich, das ist auch der Klassiker. Also das geht doch eigentlich fast keinem Stream ohne diesen Satz. Ja, okay, gut. Dann starten wir. Ja, dann auf ein gutes Match. So, und schauen wir mal, ob ich mitspielen darf. Oh, doch, da kann ich erstmal mitarbeiten. Und ich eröffne mein erstes Duell mit der Seelenübernahme. Und das Wunderbar. Bedeutet, ab sofort sollten Karten verbannt werden, also aus dem Spiel entfernt werden, bekomme ich pro Karte 500 Lebenspunkte gut geschrieben. Ist das nicht herrlich? Ist okay. Ist okay, kann man mitarbeiten. Ne? So, dann... Mach doch nochmal, dieselbe Karte nochmal. Das wäre cool, aber jetzt gerade vielleicht nicht ganz so hilfreich. Ich rufe als Normalbeschwörung Metaphysischer Ragnarok. Jawohl. Wenn der gute Kollege als Normalbeschwörung beschworen oder als Spezialbeschwörung beschworen wird, kann ich die obersten 3 Karten meines Decks verbannen und für jede Metaphysische Karte unter den verbannten Karten bekommt er 300 Angriffspunkte permanent obendrauf. Außerdem, sollte er dir Kampfschaden zufügen, darf ich dann ein Metaphysisches Monster als Spezialbeschwörung aus meinem Deck beschwören, also während der Endphase des nächsten Spielzuges dann verbannt. Okay. So, und den Effekt möchte ich dann auch erstmal aktivieren. Ist okay. Wunderbar. Dann verbanne ich eine Karte, ich verbanne 2 Karten, ich verbanne 3 Karten und ich hatte 2 Metaphysische Karten darunter. Das heißt, ich bekomme 600 Angriffspunkte für meinen Drachen obendrauf geschrieben. Und durch den Effekt von Seelenübernahme bekomme ich jetzt nochmal 1500 Lebenspunkte obendrauf. Ja. Weil ich 3 Karten verbannt habe. So, wie mache ich denn noch weiter mit dir? Ich glaube, mehr kann ich tatsächlich im Moment noch nicht machen. Deswegen werde ich an der Stelle meinen Spielzug erst einmal beenden. Okay, ich gehe in meine Draw Phase. In deiner Standby Phase. Ich aktiviere den Effekt von Metaphysischer Nephthys und wenn der verbannt wurde, darf ich während der nächsten Standby-Phase, in dem Fall jetzt, ihn ins Deck zurückmischen, um eine Metaphysische Karte von meinem Deck auf die Hand zu nehmen. Ist das denn okay? Bitteschön. Dankeschön. Dann suche ich mir... Kann man nicht genug von haben, Metaphysischer Ragnarok. Genau, immer ein guter Starter. Ja, absolut. Dann gehe ich mal in meine Main Phase. Das darfst du gerne tun. Und da ich keine Monster kontrolliere, möchte ich von meiner Hand spezial beschwören die Windhexe Eisgocke. Ja. Die kann ich spezial beschwören und dann noch ein weiteres Windhexenmonster von meinem Deck spezial beschwören. Mhm. Ist alles ein Effekt. Ja, gut. Du kannst diese Karte von der Hand beschwören, dann ein Windhexenmonster spezial beschwören vom Deck. Ja. Aber es darf nicht als Tribut angeboten werden. Und ich darf nur noch Stufe 5 oder höher Monster von meinem Extra Deck spezial beschwören. Und es müssen ein Windmonster sein, genau. Das heißt, du dürftest nicht meine Linkbeschwörung halt machen. Richtig. Deswegen habe ich auch gar keine Linkmonster dabei. Ja. So, und ich spezialbeschwöre die Glasglocke. Die hat einen Effekt, wenn sie genormal oder gespecialt wird, dann sucht sie mir ein weiteres Windhexenmonster auf die Hand. Und ich bin weiterhin durch ihren Effekt auf Wind gelockt. Und außerdem hat die Eisglocke noch den Effekt, wenn sie, ich glaube, genormal oder gespecialt wird oder allgemein beschworen, dann fügt sie dir 500 Schaden zu. Und ich würde gerne diesen Chaining 1 machen und diesen Chaining 2. Sind das denn beides optionale Effekte? Du kannst... Ja gut, wenn das beides optionale Effekte sind, dann ist das egal. Ja, sind beides optional. Okay, also Kettenlied 1, Kettenlied 2. Okay. Richtig, erst kassiere 500 Schaden. Gut, dann kassiere ich die 500 Punkte Schaden. Die tun mir jetzt nicht ganz so sehr weh, das ist doch in Ordnung. Und dann möchte ich durch die Glasglocke mir eine Windhexenkarte vom Deck der Hand hinzufügen. Das mach mal. Und wen nimmt man da Schönes? Viele können sich eigentlich schon denken. Ja. Und danke für das Abo, Sub-Reaper. Wunderbar.
Es ist die Windhexe Schneeglocke. Oh. Die kann ich aus der Hand spezial beschwören, wenn ich zwei oder mehr Windmonster kontrolliere und ein Synchromonster, was mit ihr als Material gerufen wurde, kann nicht durch Karteneffekte des Gegners zerstört werden. Oh. Und ich möchte jetzt auch direkt erstmal spezial beschwören. Das darfst du machen. So. Und dann mache ich eine Synchrobeschwörung, 7. Mhm. Schwarze Rosendrache. Aber Moment, das ist ja kein Wind, schade. Vielleicht gibt es ja bald mal einen Windrosendrachen. Ein Windrosendrache, Das wäre doch mal toll. Das hätte was. So, ich gehe tatsächlich auf die Windhexe Winterglocke. Mhm. Und ihren Effekt kann ich aktivieren und dann kann ich ein Windhexenmonster in meinem Friedhof wählen. Ja. Und dann bekommst du Schaden in Höhe der Stufe des gewählten Ziels mal 200. Mhm. Und ich glaube, sie kann dann noch irgendwie, wenn sie angreift, ein Windhexenmonster spezial beschwören, aber es kann nicht angreifen. Mhm. Aber es ist gerade nicht so relevant, deswegen ziehe ich dir erstmal die, oder mach dir erstmal den Schaden in Höhe. Also ich wähle die Glasglocke. Mhm. Und 4 mal 8. 4 mal 2 sind 800. 4 mal 2, genau, sind 800. Richtig. Mhm. So, ich habe fast schon wieder runtergeschlagen. Ist das nicht wunderbar? Du bist echt schon ein harter Knochen, du, also muss ich echt sagen. Ja. Jo. Dann aktiviere ich jetzt auch mal eine Zauberkarte, nämlich die Windhexenglocken. Mhm. Die kann ich aktivieren, indem ich ein Windhexenmonster wähle. Dann kann ich ein Windhexenmonster als Spezialbeschwörung in die Verteidigungsposition vom Deck beschwören. Mhm. Aber ich kann auch für den Rest des Spielzugs nur noch Windmonster beschwören. Ist mir aber egal, weil ich habe sowieso nur noch Windmonster. Ich wähle einfach mal die Winterglocke. Mhm. Darf ich spezial beschwören. Achso, du wählst ein Windhexenmonster und beschwörst eins mit einem anderen Namen. Okay, ja gut. Das ist okay. Das darfst du machen. Yeah. Hier einmal ganz neu aus Blazing Vortex. Die Frostglocke. So, falls du nur Windhexen kontrollierst, kannst du sie als Spezialbeschwörung von der Hand beschwören. Und einmal pro Spielzug während deiner Mainphase kannst du diese Stufe um 1 erhöhen von der Karte. Und Windsynchromonster, die mit ihrer Art Synchromaterial beschworen wurden, können nicht durch Kampf zerstört werden. Boah, cool, wa? Das ist ordentlich. So, aber das war ja noch nicht alles. Oh, but wait, there's more. Genau. Ich mache eine Synchro-Beschwörung. Mhm. Synchro 8. Auf die Windhexe Diamantglocke. Oh. Und die hat voll den tollen Effekt. Nämlich, wenn die Synchro beschworen wird, dann kann ich ein Windhexenmonster in meinem Friedhof wählen. Und dann kann ich dem Gegner Schaden in Höhe der Hälfte der ATK des gewählten Ziels hinzufügen. Wow. Und dann hat sie noch einen zweiten Effekt. Wenn ich dir nämlich Effektschaden zufüge, dann darf ich eine Karte auf dem Spielfeld wählen und zerstören. Hey. Und falls ich diese Karte nur mit Windhexenmonster gerufen habe, dann darf ich den Effekt sogar zweimal anwenden. Boah, frech. Ja, dann ist ein Beschwörungseffekt, die aktivieren. Ja. Und ich wähle die Winterglocke und möchte dir gerne 1200 Punkte Schaden hinzufügen. Mhm. Dann möchte ich in einer neuen Kette den Effekt von Diamantglocke benutzen und gerne zerstören deinen metaphysischen Ragnarok. Ja, das tut ein bisschen weh und es ist schade, aber nicht zu ändern. Ja. So, anschließend mache ich mal eine Normalbeschwörung. Ach, auch noch die mal. Die habe ich auch noch nicht gemacht. Mhm. Nämlich der Geschwindigkeitsroid Murmelmaschine. Mhm. Und wenn der genormelt wird, dann kann ich einen Geschwindigkeitsroid-Nutzer vom Deck meiner Hand hinzufügen. Aber für den Rest des Spielzugs darf ich nur noch Windmonster-Spezialbeschwörung beschwören. Darf ich den Effekt anwenden? Darfst du. Dann gönne ich mir Geschwindigkeitsroid Auturbo. Den kann ich von Hand spezial beschwören, wenn ich nur Windmonster kontrolliere. Und ich kann für den Rest des Spiels nur noch Windmonster beschwören. Mhm. Und den möchte ich auch ganz gerne jetzt direkt spezial beschwören. Ja. Das sieht erstmal vollkommen legitim aus, ja. Und du darfst auch noch Effekte von Windmonstern aktivieren für den Rest des Spielzuges. Genau. Mhm. Schauen wir mal. Ich glaube, für den ODK reicht es noch nicht ganz. Na, Gott sei Dank. Aber ich könnte ja mal... Ne, Kristall für Gesinnkrache geht gar nicht mehr. Fällt mir gerade auf. Haha. Lustig. Na, Gott sei Dank. Habe ich ja noch mal Glück gehabt. Ja, dann mache ich einfach... Den hier.
Synchro 5. Synchro 5. Und wenn wir nicht vergessen, Pendelmonster gehen aufs Extra-Deck. Selbstverständlich. Das ist mir gestern beim Proben so häufig passiert. Ne? Wir würden heute noch viel früher, noch viel häufiger passieren. Deswegen passe ich auch ein bisschen auf. Genau, dafür bist du ja da. So, der heißt wie Dwight Chanbara. Mhm. Der hat diesen Effekt. Der kann während jeder Battle Phase zweimal angreifen. Mhm. Und am Ende des Damage Step, wenn er angegriffen hat, dann bekommt er 200 ADK dazu. Boah. Das könnte jetzt ein bisschen wehtun. Was kann das denn noch? OTK bedeutet übrigens ein One-Turn-Kill. Das heißt, wenn man den Gegner innerhalb eines Spielzuges von 8000 auf 0 Punkte runterbringt. Hm. Ich aktiviere noch eine Zauberkarte, nämlich die Geschwindigkeitserholung. Mhm. Die sagt, wähle ein Geschwindigkeits-Roid-Monster in deinem Friedhof, beschwöre es als Spezialbeschwörung. Während deiner Main-Phase aus deinem Spielzug in diese Karte auf den Friedhof gelegt wurde, kann ich sie auf dem Friedhof verbannen und dann ein Speed-Roid-Monster, halt Geschwindigkeits-Roid-Monster beim Friedhof wählen und es meiner Hand hinzufügen. Mhm. Ich möchte gerne wieder haben den. Ja, Auturbo. Was, okay. Was anderes habe ich ja nicht. Einfach mal im Angriffsmodus. Mhm. Und dann gehe ich in die Battle Phase. Mhm. Ich greife dich zuerst an mit Auturbo. Der macht dir Aua. Ah, der macht Aua. Dann mit dem Chanbara für 2000. Genau, das macht. Ah, der bekommt am Beginn des Damage Steps sogar noch die 200 Angriffspunkte oben. Ach, am Beginn drauf. Sogar schon? Genau. Nicht am Ende. Okay. Das heißt, ich kriege sogar 2200 Punkte Schaden. Ja, und dann greife ich halt nochmal an. Dann kriegt er nochmal 200 mehr, ne? Ja, dann habe ich jetzt noch 2,4 Schaden. Autsch. Oh, wenn ich jetzt mit dem angreife, bist du ja. Ja, und greife ich mit dem auch noch an. Hm. Ja, gut, dann. War es das wohl für mich? Erst 1-0 für dich? Ja. Yeah. Du musst mehr Lebenspunkte generieren, Dirk. Ja, ich versuche beim nächsten Mal. Gut, 1-0. Ist halt unglücklich, wenn man sich mit dem Ragnarok den anderen Ragnarok halt verbannt und nicht eine von den anderen metaphysisch Karten. Aber. Ja, der spezialbeschworene Monster zerstört, ist immer super. Verbannt. Oder verbannt sogar. Ja. Ja, so kann es halt gehen. Also, wenn Windhexen Speedroid durchkommt, dann ist da der OTK schon quasi fast vorprogrammiert. Und ja, Christian hätte zwei Karten zerstören können, aber er wollte es einfach nicht, haben wir nie drauf. Genau. Er hatte einfach keinen Bock. Ja, das ist sowieso das Beste. Gesicht des Todes into Gesicht des Todes into Gesicht des Todes mit der Seelenübernahme. Und danke für das 10-monatige Abo, Pflanzenfan. Boah. Gut, dann steigen wir mal ins zweite Duell ein. Und ich würde ganz gerne anfangen wollen. Ja, bitteschön. Damit ich eine realistische Chance vielleicht noch habe zu überleben. Weil ansonsten legst du mir einfach im ersten Zug Kristallflüge Synchro-Drachen hin und dann spiele ich effektiv nicht mit. Wow. Mein Deck hasst mich. Dieser Moment, wenn du 5 Fallen spielst in deinem Deck und 4 davon auf der Starthand hältst, ist einfach Hammer. Ja, ist doch voll gut, ey. Du gehst ja gerade first. Ja, das sind bestimmt nur Spiegelkräfte. Dann machen wir das folgendermaßen. Ich setze einfach mal 2 Karten verdeckt. Und einfach, weil ich es muss, einfach noch ein Monster und du bist dran. Okay. Ich ziehe. Und in einer Standby-Phase aktiviere ich meine metaphysische Dimension. Das bedeutet, solltest du ein Monster als Spezialbeschwörung beschwören, dann darf ich ein verbanntes metaphysisches Monster ebenfalls als Spezialbeschwörung beschwören. Mhm. Außerdem wird es dann während der Endphase des nächsten Spielzuges halt verbannt, so wie es halt bei den meisten metaphysischen Effekten halt sind. Sollte eine metaphysische Karte unter meiner Kontrolle halt verbannt werden, solange diese Karte offen auf dem Spielfeld liegt, darf ich eine Karte bei dir wählen und sie ebenfalls verbannen. Oho. Mhm. Ich möchte einfach direkt was daran ankennen, nämlich den guten alten Zwillingstwister. Mhm. Ich werfe ab einiges. Mein Geschwindigkeitswort Takedown Walk und ich werde diese beiden Karten als Ziel. Gut, dann möchte ich meine zweite Karte nochmal einfach mit direkt anketten. Ich aktiviere metaphysischer Aufstieg. Das heißt, ich werfe eine metaphysische Karte ab, ziehe anschließend eine Karte und darf dann noch ein metaphysisches Monster von meinem Deck verbannen. Okay. Dann werfe ich meinen zweiten metaphysischen Aufstieg ab, ziehe eine Karte. Und darf dann noch eine metaphysische Monster von meinem Deck verbannen. Und da verbanne ich den metaphysischen Neftis. Yo. Tja, und dann werden die beiden Karten leider zerstört.
Gut, dann gehe ich in meine Mainphase und aktiviere den Effekt von Wind, die Windkanalisiererin. Mhm. Die kann ich zusammen mit einem anderen Windmonster auf dem Friedhof abwerfen. Mhm. Und dann kann ich ein Windmonster mit 1500 oder weniger Death vom Deck meiner Hand hinzufügen. Mhm. Ich bin aber für den Rest des Spielzugs auf Windmonster gelockt. Ne, ich darf für den Rest des Spielzugs nur noch die Effekte von Windmonstern aktivieren. Mhm. Ja. Die und die gesellen sich zusammen auf dem Friedhof. Okay. Darf ich mir ein Windmonster mit 1500 oder weniger Death hinzufügen? Darfst du gerne machen, ja. Yeah. Dann gönne ich mir doch einfach mal die allseits beliebte Glasglocke. Eisglocke. Mhm. Obwohl, kann gut sein, dass er jetzt wieder dran muss, weil ich Spezialbeschwörer sie direkt. Ja. Und möchte auch wieder ein Windhexenmonster Spezialbeschwörer aus dem Deck. Ja, darfst du. Ja, Glasglocke. Mhm. Dann wieder zwei neue Effekte, ne? Channing 1, Channing 2. Sie burnt dich für 500. Mhm. Und sie addet mir eine Windhexenkarte. Mhm. Windhexenmonster. Dann nehme ich nochmal die Schneeglocke. Mhm. Die ich jetzt auch direkt wieder spezial bespüre, weil ich zwei Windmonster habe. Mhm. Dann, Synchro auf 7. Mhm. Diesmal allerdings auf Wind Pegasus Elegnister. Mhm. Ich aktiviere aber seinen Effekt nicht. Ich gehe direkt weiter auf eine Synchro 8. Mhm. Und gönne mir aber diesmal den Kristallflügel Synchrodrachen. Mhm. Ja, der kann ja Monster-Effekt annullieren und die Karten zerstören. Genau, und wenn dann gegen Monster der Stufe 5 oder höher kämpft, kannst du noch die Angriffspunkte von dem gegnerischen Monster auf die Angriffspunkte von dem Kristallflügel-Synchrodrachen draufrechnen. Genau. Während der Schadensberechnung. Mhm. So, anschließend mache ich eine Normalbeschwörung. Die Murmelmaschine. Mhm. Ja, und möchte wieder einen Windhexen. Ein Geschwindigkeitsworld-Monster. Ein Geschwindigkeits vom Deck anzufügen. Das darfst du. Weiß ich nicht. Ich möchte mal andere machen, aber ich glaube, ich nehme einfach den Standardtypen. Wo ist er? Autobo. Mhm. Bitteschön. Ja, den möchte ich auch wieder gerne spezial beschwören, weil ich nur Windmonster kontrolliere. Mhm. Ja. Und dann noch dazu den Attacke Tomborg. Den kann ich tributieren, um ein Geschwindigkeitswort. Ich glaube, Empfängermonster aus dem Deck zu beschwören. Mhm. Genau. Aber halt alle locken hier auf Wind, ne? Ja. Jo, ich mache wieder eine Synchro 5. Mhm. Und wieder dran denken, dass die Pendelmaschine wieder aufs Extra-Deck geht. Ja, genau. Schön, dass du da bist. Ja. Was würde ich bloß ohne dich machen? Wahrscheinlich meine Pendelmonster aus dem Grave-Spezial beschwören. Ja, der übrigens auch. Den hast du abgeworfen. Ja, der nicht, genau. Der war wichtig. Auf den Chanbarer. Mhm. Dann gehe ich in die Battle Phase. Mhm. Ich greife an mit Chanbarer und erhöhe seine ATK, um meinen wunderbaren Wolf zu zerstören. Seinen Effekt möchte ich nicht aktivieren. Ich dürfte jetzt normalerweise, wenn er durch ein gegnerisches Monster oder durch eine gegnerische Karte zerstört wird, ein verbanntes Monster auf die Hand nehmen. Den Effekt möchte ich aber jetzt gerade nicht nutzen. Okay. Dann und wir dürfen nicht vergessen, der Chanbarer hat 200 Angriffspunkte oben drauf. Genau, und der darf dich auch direkt nochmal angreifen. Gut, und bekommt nochmal 200 Punkte oben drauf. Das heißt, ich kriege 2-4 Schaden. Und dann nochmal mit dem Kristallflügel Synchrodrachen direkt. Für weitere 3000 Punkte. Mhm. Genau. Hätte, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr machen können. Ich gehe in die Main Phase 2 und aktiviere den Effekt von Taketown Borg. Mhm. Tributieren, um ein Geschwindigkeits-Volt-Empfängermonster aus dem Deck zu specialen. Das darfst du sehr gerne tun. Den Geschwindigkeitsroid Denen Daikuluk. Mhm.
So, den darfst du vom Friedhof verbannen, um ein Geschwindigkeitsreward Empfängermonster als Spezialbeschwörung von der Hand oder dem Friedhof zu beschwören. Außer den Duke selber. Und diesen Effekt darfst du auch einmal pro Spielzug verwenden. Ja, klingt erstmal vollkommen legitim. Ja. So, dann gehe ich mit den beiden hier nochmal eine Synchro weiter. Kann man mal machen. Und gehe einfach mal auf den Sternstaublachen. Oh, interessant. So, der kann nämlich Folgendes. Wenn, also als Schnelleffekt, wenn eine Karte oder ein Effekt aktiviert wird, der Karten auf dem Spielfeld zerstören würden, kann ich ihn tributieren und dann die Aktivierung annullieren. Um die Karte zerstören. Mhm. Und in der Endphase würde er sich dann vom Friedhof wieder spezial beschwören. Solltest du ihn durch diesen Effekt auf den Friedhof gelegt haben, ja. Richtig. Mhm. Ich beende meinen Spielzug. Gut, dann ziehe ich mal. Und in der Standby-Phase aktiviere ich den Effekt von metaphysischer Neftis und würde ihn gerne Deck zurückmischen, um mir eine metaphysische Karte suchen zu können. Okay. Darf ich das? Ja, darfst du. Darf ich. Das ist ja gar traumhaft. Dann mischen wir mal rein und dann suche ich mir den metaphysischen Ragnarok. Was sollte ich mir auch sonst suchen? Vielleicht irgendwas anderes, wenn du den schon auf der Hand hast. Ja. Muss ich halt nur gucken, ob ich da irgendwie an dem Synchro-Drachen vorbeikomme, weil der ist gerade echt ein Problem für mich. Aber mal gucken, vielleicht ist da noch was zu machen. Ich normal beschwöre den metaphysischen Ragnarok und würde gerne seinen Effekt aktivieren wollen, um die obersten drei Karten meines Decks zu verbannen, für jede metaphysische Karte eben drei Angriffspunkte oben drauf zu geben. Ja, darfst du. Darf ich sogar? Ja, darfst du. Okay, gut, dann verbanne ich eine Karte, zwei Karten, drei Karten und ich habe in dem Fall wieder zwei metaphysische Karten verbannt. Das heißt, ich bekomme 600 Angriffspunkte wieder oben drauf. Das war nicht das, was ich mir erhofft hatte, ehrlich gesagt, Christian. Tu doch mal das, was ich erhofft habe. Nee, das hat 28 Jahre lang nicht funktioniert, also. Schade. Mich kann man nicht voraussagen. Na gut, dann mache ich das ein bisschen anders. Ich aktiviere Opfer des linken Arms. Ich verbanne meine gesamte Hand, mindestens zwei weitere Karten außer dem Opfer und darf mir dann eine Zauberkarte von meinem Deck auf die Hand nehmen. Ja, bitteschön. Ich verbanne mein Makrokosmos und die metaphysische Dimension. Und dann übernehme ich mir den Gold-Sarkophag an der Stelle. So, und ich darf halt für den Rest des Spielzuges auch grundsätzlich in diesem Spielzug keine Karten setzen. Das ist nochmal eine wichtige Einschränkung vom Opfer des linken Arms. Kann ja aber, glaube ich, egal sein, oder? Das ist relativ egal jetzt angesichts der Situation, ja. Ich aktiviere Gold-Sarkophag. Das heißt, ich möchte eine Karte offen von meinem Deck verbannen und in zwei Zügen auf die Hand nehmen, falls ich noch zwei Züge überleben sollte. Ja, bitteschön. Ja, muss ich einfach machen, aber du wirst es mir trotzdem annullieren. Ich verbanne mir das Gesicht des Todes. Und wenn diese Karte verbannt wird, dann darf ich uns beide die obersten fünf Karten unseres Decks verbannen lassen. Möchtest du den Effekt aktivieren? Den Effekt möchte ich gerne aktivieren. Ja, dann lass ich dich das doch einfach mal machen. Echt? Ja, lass ich mal machen. Wahnsinn, ich bin beeindruckt, Christian. Gut, dann darfst du jetzt noch einmal abheben. Ja. Und dann müssen wir beide die obersten fünf Karten unseres Decks verbannen. Vielleicht kann ich ja doch noch ein bisschen mitspielen. Okay, die ersten obersten fünf, ne? Obersten fünf, genau. Okay. Meine guten Zauberkarten. Na gut, bei dem Monster brauchst du die doch gar nicht, oder? So, dann verbanne ich auch mal 1, 2, 3, 4, 5. So, und nur in 5 Karten war ein Riesenrex, dessen Effekt sich jetzt aktiviert und sich einmal Spezialbeschwörung beschwören möchte. Hast du noch irgendwelche Effekte, die du aktivieren kannst? Die sich jetzt direkt aktivieren? Nein, noch nicht. Dann möchte ich den bitte einmal mit meinem Kristallflügel Synchrodrachen annullieren. Mhm. Okay, schade. Übrigens, der kann ja auch nicht, obwohl der kann nicht durch Karteneffekt zerstört werden, ne? Richtig. Ja gut, aber ich zerstöre sowieso nichts durch Karteneffekte, von daher. Wolltest du nur sagen. Mhm. Für die YouTube-Leute da draußen auch. Ja. Und im Chat. Ja, schade. Den hättest du mir jetzt auch durchlassen gehen können, oder? Nee. Nicht? Nee. Ich wollte erst, dass du ein bisschen Euphorie aufbaust und dich dann, bam. Ja, mir dann einfach direkt einen auf den Deckel geben. Mhm. Ja. Ich hätte ja mir noch einen Konter einfallen lassen können, ne? Mhm, ist klar. Ja, gut, da muss ich an der Stelle meines Spielzugs leider wieder beenden. Du bist dran. Okay.
deiner Standby-Phase. Ja, bitteschön. So, aktivieren sich ein paar Effekte. Als erstes mal der Effekt von meinem metaphysischen Köderdrachen. Und da möchte ich gerne einmal Spezialbeschwörung beschwören, weil er verbannt wurde im letzten Zug. Kannst du machen. Und dann aktiviert sich noch der Effekt von metaphysischer Daedalus. Er möchte sich gerne ins Deck zurückmischen, das dann übrigens Kosten und eine metaphysische Karte aus meinem Deck verbannen. Ja, mach mal. Gut, dann verbanne ich mir den letzten noch vorhandenen metaphysischen Aufstieg. Und dann aktiviert sich der Effekt von Aufstieg. Wenn er nämlich verbannt wird, darf ich meine metaphysische Karte von meinem Deck auf die Hand nehmen. Okay. Und da nehme ich mir den metaphysischen Ragnarok. Oh. Nee, ist okay. Ich hab was vergessen tatsächlich. Schande über mein Haupt. Und das als Metaphysisch-Spieler. So, du bist mit deinen Effekten fertig? Ich bin erstmal mit meinen Effekten fertig, ja. Ja, dann gehe ich mal in meine Main-Phase. Mhm. Was ist nochmal mit ihm, welchen angreife? Macht er dann irgendwas? Wenn du mich angreifen solltest, generell, da spielt keine Rolle, wen du angreifst, dann darf ich ihn wählen und ihn verbannen und dann anschließend ein verbanntes metaphysisches Monster in Angriffsposition beschwören. Oh. Okay. Dann werde ich einfach mal in die Battle Phase gehen. Mhm. Ich greife an. Und zwar zuerst mit Kristallflügel, Synchrodrache. Ja, warte mal. Ja, wenn ich dich angreife, dann... Wenn du mich generell angreifst, ja. Spielt keine Rolle, okay. Wen du angreifst. Okay, dann greife ich auch mal mit Stardust Dragon den metaphysischen Decoy Dragon an. Da möchte ich gerne seinen Effekt einmal aktivieren. Ich würde ihn in dem Fall jetzt also verbannen und dann ein verbanntes metaphysisches Monster in eine Position beschwören. Ja, das möchte ich dann mit dem Kristallflügel Synchrodrachen einmal annullieren und das Monster auch zerstören. Das ist schade. Ja, gut. Ja, dann kriege ich einen Replay, ne? Das ist richtig. Ja, dann mit Sternschaubdache nochmal auf den Ragnarok. Gut, da der 2100 Angriffspunkte hat, bekomme ich 400 Punkte Schaden. Ja, und mit dem Synchrodrachen nochmal direkt. Ja, und dann geht das zweite Duell auch an dich. Okay. Mein Deck ist ein bisschen zu stark, ne? Vielleicht. Gut, aber wir haben noch ein drittes Duell. Ja, genau. Ich glaube, in diesem Fall würde ich dich sogar anfangen lassen wollen. Oh. Hello, Rock'n'Rolls. Nice to see you, Rock'n'Rolls. Ja, genau, ich mache heute 10 zu 0. Ja, Christian recht den guten Jan von letzter Woche. Genau. Keine Sorge, es läuft hier wie, das kommt noch. Ich glaube, dass ich dich im dritten Duell einfach mal anfangen lasse. Einfach mal, um mal zu gucken, ob du damit auch klarkommst. Und jetzt kommt es dreimal mit Kristallflügel und Kotrache. Ich fange dann einfach mal an. Alles klar. So, was ist das hier? Das ist ein bisschen uncool. Das ist echt so eine, also das, gerade hatte ich auch so schöne Hände, wo man schön hätte mit anfangen können, aber es ist jetzt irgendwie nicht so nice. Okay, ich mache da mal das Beste daraus. Nämlich Normalbeschwörung, Geschwindigkeitsroid, Murmelmaschine. Und möchte mir einen hier zu unserer Form weg. Ein Geschwindigkeitsroid. Ja, blablabla. Speedroid. Ja, ein Speedroid, und darfst du dir gerne hinzufügen, ja. Jo. Komm, nimm mal einen Liebling hier. Auturbo. Jo, den möchte ich auch wieder spezial beschwören. Weil du nur Windmonster kontrollierst. Genau. Mhm. Und mein Target Tomborg natürlich auch. Mhm. Dann mache ich eine Synchro-Beschwörung. Ja, und vergiss zum dritten Mal, dass die Murmelmaschine aufs Extra-Deck misst. Also für den Chat da draußen, Pendelmonster, wenn sie das Spielfeld verlassen, müssen auf das Extra-Deck gelegt werden. Außer es gibt irgendwelche Effekte, die sagen, dass Karten, die auf den Friedhof gelegt werden, stattdessen verbannt werden.
So, und ich gehe diesmal auf den Hochgeschwindigkeitsdroid Hagiota. We are pretty fine, Rock'n'Rolls. Thank you. Yes, we're very, very fine. Yeah. Maybe I'm about to win the third duel. Maybe. Maybe. Probably. Dann tribute ich meinen Targeton Borg für einen Empfänger aus dem Deck. Das darfst du gerne tun, ja. Ja, das ist ja auch nicht das Spielfeld verlassen, die Phrase von daher. Voll in die Phrase. Auf den Dendendaikoduk. Jawohl. So, und mit den beiden wieder eine schöne Synchro-Beschwörung. Mhm. Auf deinen Liebling. Den guten alten Kristallflügel Synchro-Drachen. Zum Glück ist es nur einer. Denn jetzt beende ich meinen Spielzug. Ja, okay, damit komme ich vielleicht sogar irgendwie noch klar. Mal gucken. Das wird sich jetzt mit der sechsten Karte entscheiden. Das könnte helfen. Ich aktiviere meinen Dimensionsriss. Das bedeutet, jedes Monster, das ab jetzt vom Spielfeld auf den, oder generell auf den Friedhof gelegt werden würde, wird stattdessen verbannt. Jo. Klingt doch erstmal cool, ne? So, dann als nächstes aktiviere ich mal meine Asymmetaphyse. Das heißt, ich darf einmal pro Spielzug eine metaphysische Karte aus meiner Hand verbannen. Und wenn ich das tue, ziehe ich eine Karte. Außerdem sollten metaphysische Karten verbannt werden. Einmal pro Spielzug darf ich diesen Effekt aber auch nutzen. Und abhängig davon, in welchem Spielzug wir uns befinden, passiert das Folgende. Während meines Spielzugs in eine metaphysische Karte verbannt wird, dann verlieren alle Monster auf dem Spielfeld 500 Angriffs- und Verteidigungspunkte, mit Ausnahme von metaphysischen Monstern. Mhm. Soll das während deines Spielzuges passieren, müssen alle Monster außer metaphysischen Monstern ihre Kampfposition ändern. Okay. Und den ersten Effekt würde ich ganz gerne einmal aktivieren wollen. Ja, bitteschön. Dann verbanne ich meinen metaphysischen Aufstieg und ziehe eine Karte. Und dann aktiviert sich der Effekt von metaphysischer Aufstieg und Asymmetaphyse. Mhm. Das heißt, deine Monster verlieren alle 500 Angriffspunkte. Ja. Also in dem Fall der Kristallflügel Synchrodrache. Und durch den metaphysischen Aufstieg als Kettenlied 1 darf ich mir jetzt noch ein metaphysisches Kärtchen aus dem Deck auf die Hand nehmen. Gut, mach das. Das habe ich auch noch. Dann werde ich mir... Oh, ich habe eine gute Idee. Das könnte funktionieren. Ich suche mir den metaphysischen Faktor. Oh, die Feldzauberkarte. Ja. Metaphysischer Faktor hat eine super Fähigkeit. Einmal pro Spielzug darf ich nämlich ein metaphysisches Monster der Stufe 5 oder höher ohne Tribut als Normalbeschwörung beschwören. Es wird aber während der nächsten Standby-Phase, während der nächsten Endphase verbannt. Außerdem darfst du nicht mehr auf die Effekte von meinem metaphysischen Monster mit anderen Effekten reagieren. Das heißt, ein Kristallflügel Synchrodrache könnte die Effekte von meinem metaphysischen Karten nicht mehr annullieren. Ist das nicht schön? Finde ich so mittelgut, aber... Und es wird noch besser. Mach du mal. Gut, ich aktiviere metaphysischer Faktor. Und ich habe gerade eine wichtige Kleinigkeit nicht bedacht. Ach, verdammt. Ah, Mist. Verdammt. Ja, das ist das Problem. Egal. Dann machen wir mal folgendermaßen weiter. Ich aktiviere... Doof, das war doof. Das war nicht so schlau, wie ich gedacht hatte. Dann machen wir das doch ein bisschen anders. Ich aktiviere meinen Gold-Sarkophag und würde ganz gerne wieder eine Karte aus meinem Deck verbannen und sie im übernächsten Spielzug auf die Hand nehmen wollen. Ja, mach du mal. Ja, und was kann man sich da halt Schöneres verbannen als das gute alte Gesicht des Todes? Und den Effekt von Gesicht des Todes würde ich gerne einmal aktivieren wollen. Ist ja kein metaphysisches Monster, also möchte ich das gerne mit dem Kristallflügel-Synchrodrachen annullieren. Ja, das hatte ich befürchtet. Alles klar. Gut, aber zerstört werden kann er nicht, weil er nämlich verbannt wurde. Und verbannte Karten, genauso wie Karten, die auf dem Friedhof liegen, können halt nicht zerstört werden. Gut, dann... setze ich eine Karte. So wie ein Monster in Verteidigungsposition. Und würde an der Stelle meinen Spielzug wieder beenden müssen. Okay. Zwangsläufig. Gut, dann ziehe ich mal.
Standby-Phase? Ich glaube, du hast nicht so viel, was du aktivieren kannst, ne? Gerade leider zufälligerweise nicht, nein. Aber ich kann trotzdem meine verdeckte Karte noch aktivieren, nämlich mein Makrokosmos. Oh, das ist... Ja, und das ist quasi eine Erweiterung vom Dimensionsriss. Ab sofort werden nämlich alle Karten, die auf den Friedhof gelegt werden, stattdessen verbannt. Ja, ich werde versuchen, damit zu leben. Und zwar, indem ich jetzt in meine Mainphase gehe und eine Normalbeschwörung mache. Nämlich die Maulmaschine. Ey, mag ich voll, ey. Und möchte mir ein Monster hinzufügen. Das darfst du gerne tun, ja. Yeah. Doppelhamburg. Joa, kann man mal machen. Mhm. Ich hätte so eine Seelenübernahme gehabt, hätte wäre das richtig witzig gewesen. Oh. Echt? Ja. Plus 1 Million Lebenspunkte. So in etwa. Also mein Rekord ist 134.000 Lebenspunkte. Das war aber auch ein metaphysisch Mirror-Match. Boah, witzig, ey. Hat bestimmt lange gedauert. Ja, hat es. So, dann speziell beschwöre ich Autobo. Mhm. Und auch mein Attacke Tomburg. Mhm. Und dann. Und dann. Braucht er? Okay, der geht. Erstmal mache ich eine 5er Synchro. Und zwar mit Autobo und Murmelmaschine. Mhm. Der jetzt verbannt wird wegen Makrokosmos. Ich hab's richtig gemacht. Jetzt hat er's. So ich langsam. Ich hab was gelernt. Speedroid Chanbara. Mhm. Dann aktiviere ich den Effekt von Target Homburg. Er muss, glaube ich, nicht auf den Friedhof gelegt werden. Er muss sich nur als Tribut anbieten, ja. Genau. Um einen Empfänger aus dem Deck spezial zu beschwören. Mhm. Und ich nehme dann einfach mal den Geschwindigkeitsroid Rotaugenwürfel. Mhm. Und er hat den Effekt, wenn er genommen oder gespecialt wird, dann kann ich eine Stufe von 1 bis 6 benennen. Und er wird dann zu der Stufe. Oder muss ich Monster wählen? Du kannst einen Geschwindigkeitsmonster wählen, das du kontrollierst. Mhm. Außer ihm selber. Außer ihm selber. Ah, okay. Naja gut, den Chanbara kannst du ja auch noch theoretisch. Ja, komm, dann sag ich einfach mal, dass der Chanbara jetzt zur Stufe... Ja, der wird zur Stufe 7. Darfst du nicht, du hast noch 1 bis 6 sagen. Stufe 6, damit ich gleich eine Stufe 7 Synchro-Beschwörung machen darf. So. Gut, also ist er jetzt Stufe 6. Ja. Gut. Ja. No rock and rolls, we don't have commands for the stream. Not yet. We are still at the beginning. Ja. Kari is our command. Ich wollte eigentlich gerade was ganz anderes machen. Dann gehe ich einfach in die Battleface. Mhm. Ich greife an mit Chanbara auf dein verdecktes Monster. Gut, dann bekommt am Beginn des Damage Steps 200 Angriffspunkte oben drauf und dann zerstörst du mein Gesicht des Todes, leider mit nur 1800 Verteidigungspunkten. Das wird aber dann verbannt. Ja. Und dann aktiviert sich der Effekt von Gesicht des Todes und ich möchte uns beide gerne die obersten 5 Karten unseres Decks verbannen lassen. Das darf ich annullieren, ne? Das darfst du, weil er die Aktivierung annulliert, darfst du das auch während des Damage Steps halt machen, ne? Der steht... Annulliere die Aktivierung. Aktivierung annullieren und falls du dies tust, zerstöre das Monster. Ja, alles klar. Dann möchte ich das einmal annullieren. Ja. Und dann greife ich dich nochmal mit Chanbara an. Der auf 2400 hochgeht, ja. Und dann direkt für 100. Puck, puck, puck. Süß. Und dann für 2,5 waren es, ne? Genau, der hat 500 Punkte verloren. Deswegen kriege ich jetzt nur noch 2,5 Schatten. Okay. Sehr cool. Dann muss ich jetzt mal kurz gucken. Der Stufe 6. Ja, das geht ja wohl. Ich mache eine Stufe 7 Synchro. Und Luca Revile, das ist leider nicht richtig, denn wenn ein Effekt besagt, dass Karten nicht auf den Friedhof gelegt werden, sondern stattdessen verbannt werden, werden Pendelmonster genauso gut verbannt. Da geht in dem Fall Effekt über Spielmechanik.
Habe ich auch Windhexenmonster im Friedhof? Ich glaube, ich habe gar keine. Ich kann den Effekt gar nicht machen. Ja, schade. So ein Pech aber auch. So traurig. Ist ja auch nicht so, dass du nicht schon genug Effekte auf dem Spielfeld liegen hast. Also den Kristallflügel, der reicht ja schon effektiv gegen mich. Ich hätte auch hier den Autobomb machen können, damit alle meine Monster Windmonster 800 ATK kommen. Egal, zu spät. Kristalldrache noch Punkt. Achso, der kriegt sogar noch die Angriffsstärke von meinem Gesicht des Todes. Das heißt, ich kriege noch nicht. Kriegt er nicht, ne? Ich glaube, das ist nur, wenn er gegen Stufe 5 oder höher muss. Ja, und wenn das Monster zerstört, dann bekommt er bis zum Ende des Zuges auch noch die Angriffspunkte von dem zerstörten Monster oben drauf. Hast du nicht gerade gesagt, Karten, die verbannt sind, können nicht zerstört werden? Stimmt. Da nochmal den Effekt genau lesen. Stimmt, der bekommt keine Angriffspunkte oben drauf, weil das Monster nicht zerstören konnte. Da hat der Chat dann leider nicht recht gehabt. So, ich kann aber tatsächlich noch mehr machen. Mhm. Ich habe jetzt ein Windhexenmonster und kann dann die Windhexenglocken aktivieren. Also ich kann mir dann ein Windhexenmonster wählen und dann ein Windhexenmonster mit einem unterschiedlichen Namen als das gewählte in Verteidigungsposition vom Deck beschwören. Ja, das darfst du. So. Schneeglocke. Also wenn du mir jetzt noch einen Kristallflügel-Synchrodrachen hinlegst, dann weine ich. Weiße bitte. Nein, so laut, dass es dir das Trommelfell platzt. Dann machen wir vorher den Ton vom Chat aus, vom Stream aus und dann gibt es hier den akustischen Overkill. Also Synchro? Mein schönes Material. Brauchst du nicht mehr. Und dann gehe ich auf die Windex Diamantglocke. Deren Effekt du jetzt auch nicht benutzen kannst. Deren Effekt jetzt wieder nicht genau. Ich hätte doch einen Synchro-Drachen machen sollen. die wird auch verbannt, ne? Ja, die wird auch verbannt, ja. Ja, dann ist halt mal so. Effektschaden bekommst du nicht. Glück gehabt. Zu schade. Egal. Du bist dran. Gut, dann entziehe ich eine Karte. Dann geht der Zähler von dem Gesicht des Todes um eins runter. Ja, dann hoffe ich einfach mal auf die nächste Karte. Ich aktiviere den Effekt von Asylmetaphyse und möchte gerne eine metaphysische Karte verbannen und anschließend eine Karte ziehen. Ja, bitteschön. Frage ist, welche von den beiden verbanne ich? Schwere Entscheidung. Ich verbanne meine metaphysische Dimension und ziehe eine Karte. So, und weil wieder eine metaphysische Karte verbannt wurde, verlieren alle nicht-metaphysischen Monster auf dem Spielfeld 500 Angriffspunkte. Das heißt, nochmal, ne? Ja. Okay. Ja. Also ist und der ist dann bei 1000 runter. Schwupp. So. So etwas möchte man nicht nachziehen. Egal, ich rufe als Normalbeschwörung meinen metaphysischen Tyrannendrachen. Das darf ich durch den Effekt von metaphysischer Faktor. Okay. Aber er wird während der Endphase des nächsten Spielzuges halt verbannt. Sollte der Tyrannendrache durch den Effekt eines metaphysischen Monsters beschworen worden sein, dann dürfte ich jetzt, wäre er von Falleneffekten unberührt und dürfte zwei Angriffe gegen Monster durchführen. Aber das ist jetzt gerade nicht wirklich relevant. Von daher gehe ich mal in die Battlephase. Jo. Und möchte gerne mit dem metaphysischen Tyrannendrachen deine Windhexe Diamantglocke angreifen. Bist du dir sicher? Ja. Ja, okay. Dann verlierst du 600 Lebenspunkte. Zumindest ein bisschen Schaden darf ich dir zufügen. Oder hatte der noch einen Schutzeffekt von der Schneeglocke? Der kann ja nur nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Gut. Ja, dann muss ich leider auch schon wieder abgeben. Okay, der geht im nächsten Spielzug, ne? Am Ende deines Spielzuges, ja. Okay, gut, dann ziehe ich mal und hoffe auf was Gutes. Geht besser. So, denn in Daikudu kann ich Spezialbeschwören oder verbannen, um einen Schwierigkeit-Empfängermonster als Spezialbeschwörung vom Deck oder vom Friedhof zu beschwören. War das nicht von Hand und Friedhof? Von Hand oder Friedhof, genau. Ja, Empfänger habe ich tatsächlich nur einen. Benutze ihn doch mit deinem Kristallflügel-Synchro-Drachen zusammen. Mach doch eine Synchro. Soll das eine Elva-Synchro oder was? Elva-Synchro. Gibt es überhaupt Windmonster, die... Nee, der Sternfresser ist, glaube ich, ein Windlichtmonster. Aber lockt er dich auf Wind, wenn du den Deck benutzt? Nee, tut er nicht. Siehst du? Aber ich habe mein Deck so aufgebaut, dass ich nur Windmonster mache. Schade, hätte er sein können.
Also wenn ich den jetzt Stärke um 800, ist er immer noch nicht stark genug. Schade. Ich aktiviere aber den Effekt von Denendai Kuduk. Und Spezialbeschwöre Autobo. Yeah. Brumm, brumm. Dann aktiviere ich Wiedergeburt auf meinen Hochgeschwindigkeitsrollt Hagiota. Ja. Das ist nicht so cool und die wird verbannt. Die wird auch verbannt, genau. Sie wird verbannt. Weil Makrokosmos. Genau. Dann mache ich eine Synchro 8. Synchro 8 mache ich gerne. Ja, ich merk's. Ja, der geht. Auf Hochgeschwindigkeitsroid Segeldrachling. Ui, interessant. So, zerstöre alle anderen Karten auf dem Spielfeld, aber die Effekte von allen auf den Karten, die dein Gegner derzeit kontrolliert. Also du kannst einen der beiden Effekte aktivieren, ja, okay. Warte mal, welchen ich gerne aktivieren möchte. Den ersten? Um alle Karten auf dem Spielfeld zu zerstören. Ja, natürlich. Willst du das? Das ist nicht so cool. Das will ich nicht. Weil ich nur genau 3000 Lebenspunkte habe. Ja, genau, das wird ja perfekt passen. Also, wir aktivieren den Effekt, mein Zwerg ist ankennen. Ich kann nichts ankennen. Autsch. Geht ja alles gleichzeitig, also wird er hier auch noch verbannt, ne? Ne, der wird zerstört. Er wird zerstört? Ja, okay. Cool. Dann gehe ich in die Battleface, die habe ich noch, ne? Nein, hast du bestimmt, nicht. Ich hab die noch, oder? Hast du bestimmt nicht. Ich greife dich jetzt an. Ja, für 3000. Dann nehme ich die 3000 Punkte und dann geht das dritte Duell dann auch an dich. Okay. Ja, schade, war metaphysisch leider keine wirklich gute Antwort auf dein Deck. Ja, das war das erste Duell des heutigen Quarantäne-Streams. Metaphysisch unterliegt den Windhexen und Geschwindigkeits-Roid-Karten eiskalt. Bei weitem, ne? Ja. Wie so ein Eiswind halt, ne? Ja, so eiskalter Wind ist durch unser Studio gefegt und hat mich eiskalt erwischt. Ja. Ich hoffe, ihr hattet eine ganze Menge Spaß und ja, wir machen jetzt ein bisschen Pause, quatschen ein bisschen mit dem Chat und dann geht es gleich mit unserem zweiten Duell dann weiter, beziehungsweise für euch dann morgen die YouTube-Wiederholung gucken. Bis dann. Tschüssi.